So, ich versuche trotzdem weiterhin hier auch immer Gift zu spucken. Wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Und das habe ich ja teilweise. Wenn die mir hier kurzzeitig dann doch nochmal was erlauben. Aber die Gegner sind schon ganz gut dabei, mich hier zu erledigen. Mal wieder ein bisschen Energie mitnehmen. Treffen mich trotzdem weiter in die Pisser. Wir haben immer noch irgendwie Armbrust-Dinger da am Start. Was schon extremst nervig ist. So, kann ich wenigstens den Kristall jetzt mal... Oder wobei, ich weiß auch gar nicht. Vielleicht kann ich den Kristall gar nicht... Das war knapp, glaube ich. Vielleicht kann ich den Kristall noch gar nicht zerstören, wenn ich die hier nicht erledigt habe. Weil das sah vorhin auch einmal so aus beim fünften Kristall. Das hier wäre jetzt der siebte, wenn ich mich nicht verzählt habe. Oh, jetzt hätte ich auch noch mal gerne den Schwall, ne, den ich jetzt für die Spacken in der Luft geopfert habe. Was auch an sich gut funktioniert hat da bei denen. Ah, es bringt halt wirklich gar nichts, auf den Stein einzudreschen, ganz ehrlich. Ich glaube... Alter! Ihr Pisser immer aus der Distanz, ne? Ihr könnt mich mal. Aber das hier wird jetzt eher wieder The Legend of Spyro auch gerecht, im Gegensatz zu allem, was wir eigentlich bisher gemacht haben, weil hier ist jetzt wieder Combat-Gespamme angesagt. Warum darf ich denn jetzt plötzlich wieder Magie behalten? Weil ich ein bisschen weiter wegstehe? Hätte ich mal früher wissen müssen. Also, dass das hier auf der Plattform auch okay wäre. Dann hätte ich das schon früher gemacht, aber gut. Okay. Jetzt können wir das Ding wahrscheinlich recht problemlos zerstören. Ich finde es aber interessant, wie wenig Energie der da unten eigentlich nur noch hat. Weil es fehlen ja danach trotzdem nur noch 5 Stück. Und da ist der nächste. Eieieiei. Oh, und wir haben hier einen Speicherpunkt. Das ist eigentlich gut, weil wir sind hier doch schon recht lang eigentlich. Ohne Speicherpunkt unterwegs. Ja. Also wie gesagt, das Level an sich ist eigentlich ganz cool und interessant, aber es offenbart halt die Schwächen des Spiels. Ich glaube, das kann man schon so ganz gut so sagen. Wir haben jetzt 66% momentan. Okay, Moment. So, da wollte ich hin. Wir haben ja schon einige blaue Kristalle auch gefunden. Aber wir haben immer noch keinen grünen und es gibt 2. Und den roten muss ich auch noch irgendwo finden, ne? Also eigentlich kann es jetzt echt nur noch sein, wenn jetzt hier Sachen wegbrechen, dass wir dann da irgendwas finden können entsprechend. Weil ich habe sonst alles erkundet. Es kann eigentlich nicht sein, dass da noch irgendwo was anderes ist. Also, dass irgendwo anders was ist, was ich noch nicht gesehen habe. Also, es geht eigentlich nicht, würde ich behaupten. Immer diese Ladevorgänge zwischendurch. Wo einfach die Musik und das Bild komplett weg ist und alles. Ach, schön. Okay. Und jetzt? Sind wir jetzt einfach eine Ebene höher und können hier wieder rumfliegen? Es scheint so. Dadurch haben wir wieder doch einiges mehr an Erkundungsoptionen. Ich finde es auch interessant, wie die Edelsteine, also das, was wir an Mana haben, wird quasi wieder in Edelsteinform gegossen und dann halt irgendwie weggesogen. Das finde ich auch sehr interessant immer. Wie es einfach umgesetzt wurde stilistisch. Da ist ein Grüner. Den können wir uns ja schon mal schnappen, würde ich vorschlagen. Da können wir klettern oder wie? Ja, okay. Sieht halt ein bisschen giftig aus, aber wir können klettern. Das ist das Wichtige. Und wir haben ein Magie-Upgrade für Spyro. Ich dachte eigentlich Cinder, aber nein, für Spyro haben wir ein Upgrade. Damit gibt es dann nur noch eins, wie es scheint. Okay, jetzt müssen wir mal ein bisschen krasser springen. Da oben ist wieder ein blauer Stein. Da ist der letzte, oder der zweite besser gesagt. So viele sind es ja nicht, da kann man auch direkt bleiben. Energie-Dings da. Oh, Spyro hatten wir gerade erst voll, Cinder haben wir jetzt auf 3. Und wir kümmern uns jetzt um den blauen, würde ich vorschlagen, oder? Wenn es überhaupt geht. Gucken wir uns mal an, ob man... Da kann man nicht klettern. Ich hab's zu spät versuchen wollen. Oh, da ist aber die letzte, die zweite Truhe. Also, die letzte ist es auch. Ah, die hätte ich fast übersehen jetzt. Gut, dass ich runtergefallen bin. Hat mir schon ein paar Mal Sachen gezeigt hier. Finde ich gut. Habe ich schon ganz vergessen, dass die auch noch fehlt. Und der Elite-Gegner fehlt auch noch. Oh. Auf den habe ich in dem Level jetzt gar keinen Bock. Nee. Falsch. Da will ich hin. So, wir haben jetzt auch den ersten Teil komplett. Atomangriff. Klingt gut. Also, klingt eigentlich nicht gut, aber für uns im Spiel klingt das ganz gut und deswegen würde ich das gerne mal behalten wollen. Habe ich da den grünen Edelstein? Also, würde ich mir gerne mal anschauen, diese Draufsicht. Nee, da oben. Was ist da oben? Steht da der Terrador oder so vielleicht? Nee, das ist einfach nur ein Baum. Ich bin einfach doof.
Es ist einfach nur Fauna, nicht Fauna, Flora. Und ich halte es einfach für eine Person. Na gut. Kennt man. Ja. Hab das Gefühl, da komme ich noch nicht hin. Aber ich möchte es nochmal versuchen. Also hier, da kann ich mich nicht irgendwie festhalten, oder? Nee. Sah kurz so aus, aber nein. Dann sieht es für mich gerade schlecht aus, da hochzukommen. Na, das geht noch nicht. Alles klar. Okay. Kein Problem. Also, ich hoffe, dass es kein Problem ist, mir das vor allem zu merken. Denn das ist hier nötig jetzt. Dass ich mir das merke und später mache. Hier kommen wir aber noch weiter. Hier ist auch der nächste dunkle Kristall. Ah, da kann ich wieder klettern, okay. Mana brauche ich, glaube ich, nicht. Ist auch eh egal jetzt mit dem Kristall da oben. Jetzt zieht mir es ja sowieso wieder weg. So, Dalle. Ist jetzt nochmal 9? Oder ist das schon die 10? Ich glaube, wenn wir jetzt einmal nach rechts springen, ja, wobei, ich habe ja schon mal gesagt, mit 360 und sowas funktioniert ja nicht wirklich. Aber theoretisch, wenn wir jetzt rechts lang springen, müssten wir zum Blauen kommen. Irgendwie, irgendwann. Und da geht's weiter. Sieht gefährlich aus. 9 haben wir jetzt, okay. Möchte mal versuchen, aber ich wette, das funktioniert nicht. Wir kommen hier zur Truhe. Achso. Da unten waren wir schon mal. Ja, nee, zur Truhe will ich ja nicht. Ich will weiter hoch. Funktioniert nur leider an der Stelle nicht, okay. Versuche ich trotzdem mal hier quasi einmal rum. Achso, hier ist ja sogar das Ding, was ich zerstören muss. Ich dachte irgendwie, das wäre ein bisschen aufwendiger. Wir müssen ja gleich auf den Lavastrom da aufpassen. Die Lavafontäne, müssen wir mal kurz warten. Warte mal, ich werde jetzt einfach mal weiter rumfliegen. Warte, pass mal auf. Ich versuche das jetzt mal. Vielleicht bin ich jetzt. Vielleicht kann ich jetzt höher, vielleicht darf ich jetzt höher. Nur für den Fall das. Warte mal. Achso, es geht noch weiter oben. Ja, okay. Ne, weiter nach oben. Ne, dann. Dann Schwachsinn. Dann komme ich soweit noch nicht nach oben, weil das ist hier weiter unten sogar. Ich dachte, das wäre jetzt höher als der Stein, aber nein, ist es nicht. So. Dann zerstören wir den mal und hoffen, dass wir dann weiter nach oben kommen. Wo die letzten beiden auf uns warten. Aber ich schätze schon, dass ich da zu der Vegetation dann nochmal hinkomme. Gleich. Und da befindet sich ein Blauer auch. Wie sieht's aus? Ja. Also ein weiterer Blauer. Ah, okay. Ich sehe es schon. Okay, alles klar. Aber es ist eigentlich cool, wie das Level sich so weiter nach und nach aufbaut quasi. Und was macht ihr denn jetzt hier? Ich brauche euch nicht. Lass mal gut sein. So, aber ich muss da ja auch lang. Ja, okay, dann ist das kein... Also ich dachte, das wäre eher eine Verbindung, eine Abkürzung oder sowas. Aber hier war ich dann noch nicht, ja? Wirklich nicht? Naja. Bin mir gerade unsicher, wie das hier aussieht, aber... Euch sollte ich töten, das ist okay. Der war auch irgendwie gar nicht mehr so schlimm jetzt. Aber wer weiß, was hier noch alles kommt. Und den Elite-Gegner muss ich auch noch finden. Der könnte auch wieder einfach irgendwo random gespawnt sein. Ab einer bestimmten Höhe, dann wieder ganz nach unten oder so ein Scheiß. Ganz ehrlich, habe ich jetzt spontan nicht vor, das zu überprüfen. Aber ich wette, der wird genauso irgendwann da gespawnt sein. An der Stelle, wo wir schon mal waren. Würde mich nicht wundern. Vor allem nicht nach der Höhle. Ach, mein Auge. Aber ich glaube, haben wir in jedem Level bisher den Elite-Gegner gefunden? Also nicht bekämpft, aber gefunden zumindest. In einem vielleicht nicht, aber sonst glaube ich schon. Und da ist schon wieder ein Speicherpunkt tatsächlich. Aber auch erst seit ich das hier... Ja gut. Ach komm. Mache ich jetzt mal nicht. Aber ist das nicht das, wo ich jetzt da drüben... Na doch. Dann war das ja doch schon in irgendeiner Form Rückweg. Wo geht's denn dann jetzt? Oder nee. Ja, da ist aber was weggebrochen zusätzlich. Deswegen ist es jetzt hier schwieriger, dahin zu kommen. Das ja. Deswegen macht doch hier dieser Feuerstrahl überhaupt erstmal Sinn. Ich glaube, Cinder wurde gerade ein bisschen verbrannt. Ach du Scheiße. Kann ich hier Wand laufen oder so auch wieder? Alter!
Wie frequentiert spuckt der denn bitte? Ist ja ekelhaft. Wenn wir versuchen hier ein bisschen. Ja doch, ich kann ja Wand laufen, alles klar. Ich muss auch Wand laufen, weil sonst komme ich da gar nicht mehr ran. Hat aber trotzdem nicht geklappt, weil Spyro irgendwie schon mal zu tief war oder so. Also, ja. Okay. Ich darf halt nicht loslassen. Ich finde das irgendwie immer noch ein bisschen schwierig, diese Mechanics. Also die hier vor allem mit diesem Wandlaufen. Ist ja irgendwie nicht so wirklich intuitiv. Und jetzt sehe ich da auch gar keine Markierung so wirklich, dass ich da Wandlaufen kann. Okay, ich werde jetzt erstmal nicht irgendwie springen oder sowas, sondern werde einfach quasi weiter Kreis drücken und werde gucken, was passiert. Weil wenn ich springe, dann springe ich irgendwie nicht hoch genug. Warum auch immer. Nee, ich muss mich da schon manuell festhalten. Hm. Also ja, das ist, glaube ich, schon die Lösung, wie ich da jetzt weiterkomme. Also wie ich da quasi wieder rankomme, wieder. Oder ist es jetzt doch was anderes? Nee, es ist ja schon die Stelle. Aber ich kann halt auch keinen richtigen Doppelsprung machen an der Stelle dann, wenn ich da abspringe. Ja, also ich hatte da meine Probleme mit, merkt man vielleicht. Ich kann halt so einen Vorstoß machen mit Kreis. Aber ich will mich ja eigentlich festhalten daran. Aber ich glaube, ich bin nicht nah genug dafür dran. Vielleicht kann ich es auch später drücken, als ich es gerade mache. Viele Fragen. Ich kann das auch so theoretisch versuchen, ja, aber da komme ich nicht hoch genug. Was soll das denn auch? Ich war doch da schon mal. Muss ich das wirklich so machen? Nö, muss ich nicht, lol. Warum versuche ich das dann die ganze Zeit? Es klappt bestimmt noch so, aber es... Gerade darf ich das gar nicht so. Okay, da darf ich... Nee. Wie geht's jetzt weiter? Kann ich da doch irgendwie jetzt so einen Wandlauf machen oder so? Ja, kann ich. Aber was bringt der mir? Das Spiel ist gerade wieder ein bisschen weird. Ich flieg mal ein bisschen rum, ne? Aber ich glaube vielleicht, dass ich an der Stelle sogar gerade fertig bin. Ich muss halt trotzdem ja noch den blauen Stein irgendwie bekommen können, aber... Hab nicht das... Ach, jetzt komme ich hier... Ach, okay. Ich will hier aber noch nicht bleiben, ne? Ich wusste gar nicht, dass ich jetzt hier schon hochkomme. Warum sagt mir das denn keiner? Hier sind auch nochmal zwei Stück direkt. Das sind sogar die zwei. Ach so, lol. Ich wusste gar nicht, dass hier zwei waren. Ja gut, ach... Ja, ein bisschen weird alles wieder. Weil ich nicht damit rechnete, dass ich, wenn ich jetzt hier lang fliege, in die Richtung, dass ich dann einfach wieder so hochkomme, wie ich Bock habe quasi. Ja. Ich glaube, ja, ich muss hier sogar wieder Wand laufen. Weil sonst werde ich wieder automatisch weiter runtergedrückt. Hallo, Spyro, lauf doch an der Wand! Was ist dein scheiß Problem manchmal? Also so ein bisschen ungeduldig werde ich jetzt halt auch schon, weil es ist halt einfach unnötig, dass ich da immer wieder hoch... Also ich muss ja auch im Kreis hochfliegen, weil ich ja sonst nicht die Höhe erreichen kann. Und es ist halt einfach unnötig gemacht, weil was soll das denn? Warum kann ich denn... Also ich demonstriere es jetzt mal, ja? Pass mal auf. Ich fliege jetzt darüber. Und ich werde automatisch komplett krass nach unten gesogen. Als wäre da plötzlich ein Gravitationsmonster. Das habe ich damals ganz gerne verwendet, das Wort. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext eigentlich. Ja, aber das... das genau das scheint da gerade mal wieder am Start zu sein. Und ja, ganz ehrlich. Was soll das? Das ist doch einfach nur Mechanics aufzwingen. Die nicht funktionieren. Wohlgemerkt. Oder sagen wir mal, nicht gut... Ja, Spyro! Was? Ich würde es verstehen, wenn ich halt quasi vorher im Klettermodus sein muss, dass ich mich irgendwann an der Wand festhalten muss, um dann loszusprinten. Aber ich habe ja auch schon öfter jetzt gezeigt und gemacht einfach, dass das nicht nötig ist. Spyro, geh bitte einfach mal an die Wand hier. Das ist so weird. Kann ich noch höher kommen hier? Sieht nicht danach aus. Da drüben ist gleich Ende. Safe. Die wollen, dass ich das so mache, aber es funktioniert nicht. Cinder, vielleicht bist du ja geschickter. Einfach nur mal so prinzipiell. Ändert natürlich nichts. Jetzt wechsle ich mal wieder, weil ich keinen Bock habe, wieder runterzufallen. Das ist doch genau so ein Wandlauf-Scheiß. Verarsch mich nicht. Das ist genau so ein Ding. Und das brauche ich hier halt auch offenbar. Ja, bei so ein paar Sachen bin ich jetzt... Weißt du was, ich gucke das jetzt im Walkthrough nach, ob das wirklich mit Wandlauf geht, weil es pisst mich an. Ich weiß nicht, ob das wirklich die Lösung ist, weil es einfach wieder nicht funktioniert. Und vorhin hat es auch nicht funktioniert. Deswegen will ich jetzt wissen, ob das überhaupt die Lösung ist, ob man da irgendwie anders noch hochkommt.
Weil sonst weiß ich gerade echt nicht, was los ist. Punkt. Ja, okay, man kann offenbar noch ein bisschen was halt an Höhe gewinnen, wenn man hin und her fliegt. Und dann kann man das auch mit Fliegen erreichen. Also ich gehe nicht davon aus, dass das so nötig ist oder gedacht ist, halt mit dem Wandlauf dahin zu kommen. Also man kann hier quasi noch so ein bisschen halt hin und her tingeln und dann kann man da halt drüber gleiten. Aber ja, es ist halt wieder so eine Sache, schwierig zu sagen, wie das Spiel es haben möchte. Und guck mal, der drängt mich trotzdem weg. Fick dich, warum drängt er mich denn so weg? Das ist so dumm gemacht. Das ist einfach halt nur unnötig. Also ja, man sieht, das Spiel hat auf jeden Fall offensichtliche Schwächen. Weil ich will ja auch nicht wieder drüber fliegen, weißt du? Er lässt mich nicht. Warum lässt du mich nicht? Fick dich! Ich hab gesehen, dass das so geht. Jetzt lass mich die Scheiße einsammeln. Muss ich von weiter rechts kommen? Keine Ahnung. Offensichtlich. Ich darf nicht von zu weit links kommen, was eigentlich mittig ist. Also ja, ganz ehrlich, diese beiden Kristalle sind bisher sogar fast das Schlechteste neben dem Wandlauf, was das Level zu bieten hat. Und wir haben jetzt auch noch einen grünen Edelstein, den wir sammeln müssen. Ansonsten geht es jetzt hier oben erstmal weiter. Ich darf aber erstmal wieder komplett runter, weil ich darf da ja nicht einfach wieder zurückfliegen. Das wäre, nee, Quatsch. Ich muss hier wieder schön Energie sammeln und zum fünften Mal sehen, wie diese Spacken aus dem Boden kommen. Ja, also das ist halt echt schlecht gemacht. Das kann man nicht schönreden. Und deswegen fände ich es auch wahnsinnig gut, wenn ich den Elite-Gegner hier schon finden würde, weil ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr, das Level nochmal zu revisiten. Aber es wäre super, wenn ich das wirklich nie wiedersehen muss, ne? Das würde ich sehr fühlen. Aber weißt du was? Fickt euch. Ich habe Schwall. Kriegt jetzt schön in die Fresse. Ist echt gerade keinen Bock mehr ab hier. Den ganzen Müll. So, Eskalation. Für dich auch. Schön in die Fresse. Leider ist mein Dings da gleich leer. So. Jetzt kriegt er wieder leider normales Feuer. Und natürlich kommt da die zweite Truppe erstmal durch. Top. Alter! Seid ihr geisteskrank? Ich glaube, er tackt. Kriegt ja noch ein bisschen Gift in die Fresse. Ja, habt's ja nicht mehr alle. Ich würde gern sehen, was ich mache. Danke. Mit wem spiele ich gerade? Mit Spyro. Ich will erstmal mit Cinder, genau. Und jetzt will ich mit Spyro zu Cinder. Weil ich will Energie haben. Mit Spyro. Alter, ey. Ja, wenn das ganze Spiel jetzt so lustig wird, dann ja. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ihr müsst mir doch nicht immer aus der Vogelperspektive 5000 zeigen, dass da irgendein Gegner spawnt und mich dann in der beschissensten Kameraführung ever rauslassen. Das ist nicht nötig, Freunde. Einfach nur dumm. Vor allem für einen Gegner. Als wären hier nicht schon 50.000 am Start gewesen im ganzen Spiel. Das ist halt so unnötig, ehrlich. Na gut, in The Legend of Spyro kann ich immer Friede, Freude, Eierkuchen alles sein. Das weiß ich leider. Und das ist in dem Fall halt leider so gar nicht der Fall. Das ist nämlich einfach nur weird. Das habe ich mit Cinder tatsächlich ein bisschen Lebensprobleme. Deswegen wechsle ich auch direkt mal. Wollte hier noch irgendeinen Quatsch machen. Brenn und stirb bitte. Friss und vergiss, wie auch immer. Ja, mit Spyro kann ich auch schon wieder... Alter, ganz gut was gebrauchen. Das ist halt das Schöne, dass die Kristalle respawnen nach einer Zeit. Aber naja. Jetzt weiß ich überhaupt nicht, wo wir im Part sind, aber es ist mir jetzt auch, wie gesagt, gerade komplett egal. Also, ich habe überhaupt keine Grenzen mehr im Kopf, was die Part jetzt gerade angeht. Weil ich halt echt nicht weiß, wie ich da was schneiden muss noch. Wird wild. Ich sollte mal wieder ein bisschen mit Cinder auch spielen einfach. Ja, mit ihrem Gift kann man da schon ganz gut was erreichen, glaube ich. Besser als mit Spyros Feuer tatsächlich. Würde ich so tippen. Effektiver. Aber jetzt leider gehen wir langsam auch wieder die grünen Sachen aus. Dann müssen wir wieder hier hintingeln und wieder einsammeln und super.
Dann am besten direkt wieder auf die andere Seite, weil Rot sieht auch gar nicht mehr so gut aus gerade. So. Hallöchen, da bin ich wieder. Immer zwischen den beiden hin und her pilgern. Muss halt sein. Man will das ja nicht nochmal machen müssen. Ich glaube echt, wenn der eine durch ist, der eine Stein, und kommt der andere. Ist nett. Aber wie viel kommen denn hier noch? Sind das schon wieder 30 Stück gewesen oder so? Unglaublich, echt. Leck mich am Arsch. Es gibt gleich wieder ein bisschen Schatten-Action, aber erstmal hole ich mir wieder Leben. Ja, jetzt gerade ist es halt auch tatsächlich gar nicht spannend. Da kann ich auch gar nicht interessant kommentieren. Es ist einfach nur langweilig, wenn immer wieder die gleichen Gegner kommen und einfach 50.000 Mal. Ich meine, das hat, wie gesagt, The Legend of Spyro an sich gehabt in den ersten beiden Teilen. Hier geht es mehr um Collectathons, also mehr als Collectathon geht es mehr um die Collectibles, aber es ist halt trotzdem immer noch ein The Legend of Spyro Spiel, wie man merkt. Und jetzt sind wir offenbar endlich mal durch. Durch diese ganzen Gegnerhorden. Das ist ja der Wahnsinn. Ich habe ja gar nicht mehr für Möglichkeiten, dass es überhaupt passiert. Und wir haben einen neuen Speicherpunkt. Wundert mich nicht. Wir brauchen ja 5 Jahre hierfür. Ich befürchte trotzdem, dass ich nochmal irgendwie ganz nach unten muss, weil da jetzt ein Elite-Gegner gespawnt ist, aber das gucke ich mir an, wenn es... Das Handgelenk des Zerstörers, interessant. Das gucke ich mir an, wenn es halt wirklich kurz vor knapp ist, dass ich das Level vielleicht beende. Gucke ich mir vielleicht das Walkthrough an. Jetzt bin ich nicht mehr... gerade hatte ich Handgelenk, jetzt bin ich im Nacken. Und jetzt? Kann ich jetzt höher? Wird einem ja nicht gesagt oder so. Aber ja, nein, eher nicht. Ah, da ist ein Kristall, okay. Ja, gut. Muss man sehen, muss man wissen. Dann wird der jetzt erstmal zerstört. Was flüstert der eigentlich für lustige Flüche? So. Jetzt wird ein weiterer Weg gesprengt. Das habe ich schon gesehen, tatsächlich. Weil ich mich gefragt habe, wann das in dem Walkthrough der Fall war, dass er da... Hey, warte! Du willst da doch wohl nicht reingehen, oder? Natürlich. Na los, Box. Du musst uns den Weg zeigen. Oh, du weißt doch, dass ich aufpasse. Ich meckere nur gern. Los! Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee ist, wenn ich 100% noch haben will, aber... Ja, vor allem, wenn hier nochmal ein Speicherpunkt ist. Aber da ist der letzte grüne Stein. Das ist der letzte, ne? Ja. Ach, hier gibt's keine Elite-Gegner. Ach ja, sehr perfekt. Perfekt? Das ist gut. Das ist sehr gut. Wir haben jetzt bei mir 1 Stunde 30 auf der Uhr. Das würde perfekt passen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch im Part natürlich aussieht. Und da geht's auch, glaube ich, dann richtig los, da unten. Also ich weiß nicht, was dann passiert. Nochmal ein Boss oder sowas, keine Ahnung. Wir haben jetzt 70% schon. Das ist gar nicht mal so schlecht. Aber wir haben auch schon 8 Spielstunden mittlerweile. Heilige Scheiße. Ja, aber wir haben das Level komplett. Und das ist das, was für mich zählt. Ich muss hier nie wieder rein. Und weil wir jetzt gerade eigentlich sehr schön 3 Parts voll haben, würde ich sagen, werde ich das jetzt hier an der Stelle beenden, diese Aufnahme. Und mit also 70% geht es jetzt dann beim nächsten Mal da weiter. Mich würde jetzt aber tatsächlich interessieren, das möchte ich mir jetzt einfach mal im Menü anschauen, wie das denn jetzt eigentlich auf der Karte aussieht. Das möchte ich jetzt auch nochmal mir gönnen und schneide die Ladezeit aber noch raus bis dahin. Oder auch nicht, weil es ist tatsächlich doch gar nicht so lang. Kapitel. Okay, 4 Level haben wir offenbar noch vor uns. Wobei, nee, Quatsch, 3. Das hier ist das Level, wo wir gerade drin sind. Das ist auch flächenmäßig recht groß. Da sind wir also dann jetzt gerade fast fertig vielleicht, offenbar. Danach gibt es dann noch 3 Level. Hier, das ist einfach nur der Boss, wie es scheint, weil da gibt es nichts zu sammeln. Hier gibt es dann noch Sachen zu sammeln. Da gibt es sogar 2 Elite-Gegner. Und hier gibt es die letzten beiden Rüstungsteile. Und ich überlege halt, ob wir vorher schon mal zurückkehren. Also wir haben bisher, das hier ist tatsächlich das einzige Level, was wir bisher vollständig haben, die Ruinen von Warfang. Das ist ja sogar das Level gewesen, was ich mit Max gemacht habe. Also ausschließlich. Ja genau, den habe ich irgendwo übersehen. Beim Damm habe ich jetzt 2 Kristalle hier übersehen, 2 blaue. Also ich wäre schon fast dafür, dass wir das jetzt schon backtracken mal langsam. Fände ich gar nicht so verkehrt. Vielleicht nach dem Level erst? Dass wir quasi erstmal die beiden noch weiterspielen. Ich guck mal. Ich habe auf jeden Fall Bock zu backtracken, Habe ich Lust drauf. Naja, wir sehen uns beim nächsten Mal erstmal hier weiter. Hier wieder. Und das wird dann hoffentlich besser als das eigentliche Level werden, wie es hier weitergeht. Bis dahin.
Tschüss.